Kommen wir zu negativen Potenzen. Die positiven Potenzen und Potenzgesetze kennst du jetzt schon und wie man damit rechnet. 10 hoch 1 wusstest du ja, dass das 10 ist. 10 hoch 0 ist 1, das musst du dir einfach merken. So, jetzt haben wir 10 hoch minus 1, wenn der Exponent hier negativ ist. Dann heißt das 1 geteilt durch 10. Und das sind 0,1. Du kannst es auch einfach merken, wenn du 10 hoch minus 1 hast, ist das hier eine Stelle nach dem Komma. So, 10 hoch minus 2 heißt 1 geteilt durch 10 hoch 2. 10 hoch 2 sind ja 100, deswegen ist das hier ein Hundertstel. Und ein Hundertstel ist 0,01. Aber auch hier ganz einfache Regel. Wenn du hier 10 hoch minus 2 hast, hast du hier zwei Stellen nach dem Komma 0,01. Wenn du 10 hoch minus 3 hast, hast du 0,001. Also nicht drei Nullen hier hinterm Komma, sondern drei Stellen hinterm Komma. So, kommen wir jetzt mal dazu, wie du mit negativen Potenzen, wie du die multiplizierst. 10 hoch 4 mal 10 hoch minus 2. Dann machst du es genauso, als wenn du jetzt diese beiden Exponenten addieren würdest. Wenn du plus 4 hast, plus minus 2, dann bleibt über 2. Dann sind das also 10 hoch 2. 4,4 mal 10 hoch. Und jetzt wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal 10 hoch minus 7.